Im ersten Teil von unserem Podcast über den Gotthard Duttweiler haben wir erfahren, wie aus einem unaufmerksamen, unruhigen und sich ungebührlich verhaltenden Bub nach dem Tod vom Vater ein Streber und erfolgreicher Kaufmann geworden ist. Der Gotthard Duttweiler hat mit 26 Prokura bekommen von seinem Arbeitgeber und ist mit 29 sogar Teilhaber geworden. Er hat in Saus und Braus gelebt, sich mit seiner Frau eine Villa gekauft, sich teure Autos geleistet und man konnte meinen, das Leben vom Dutti geht nur aufwärts. Und das bis zum Tag, wo er seine Firma hat liquidieren musste, er ja sogar ausgewandert ist und der Schweiz den Rücken gekehrt hat. Dann ist ihm nach seiner Rückkehr die Idee von der Migros gekommen, einen Laden für die einfache Frau und für den arbeitenden Mann, ein Laden, in dem sich jeder leisten kann, seine Einkäufe zu machen. Im zweiten Teil erfahrt ihr, wie aus 5 Lastwagen ein Milliardenimperium wird und der Dutti schweizweit bekannt durch sein politisches Engagement, seine Art, Sachen auf den Punkt zu bringen, aber auch wie er dann bescheiden worden ist und ein bisschen Kontrast gebildet hat zum jungen Dutti, der mit dem Topolino und eben nicht mehr mit dem Sportwagen gearbeitet ist. Zusammen, das sind der Nico und der Sack. Willkommen heute zur Folge 26, der zweite Teil vom Gotthard Duttweiler, vom Dutti. Danke vielmals fürs Zuhören letzte Woche, wir hoffen, ihr seid wieder dabei diese Woche. Wir haben einige Reaktionen bekommen auf unser Gespräch in Bezug auf die Hochzeit von der Adele Duttweiler mit dem Dutti. Haben sie 1925 beschlossen zu heiraten, nach 2-jährigem Werben vom Dutti. Und ich war davon überzeugt, dass der Dutti und Adele in Rüschlicken geheiratet haben. Und der Sack hat gefunden, dass sie ganz klar Horgen waren. Und auf das aber haben wir doch das ein oder andere Mail bekommen. Und an dieser Stelle noch unseren herzlichen Dank, dass ihr so mitgemacht habt und Ideen gebracht, wie oder wo das Bärli geheiratet haben könnte. Es hat kein schlüssiges Ergebnis gegeben und darum würde ich sagen, wir einigen uns einfach darauf, dass sie in Horgen geheiratet haben und in Rüschlicken ein Fest war. Genau, das ist doch ein guter Kompromiss. So, kommen wir also zu der aktuellen Folge. Wir sind stehen geblieben am 15. August 1925, wo die ersten 5 Wagen vom Dutti Migros vom Hauptquartier aus in Zürich verlassen. Ja, und sie haben dann mit Problemen zu kämpfen gehabt, die Wagen von der Migros. Ja, so generell, es ist natürlich nicht lang gegangen, da hat die Konkurrenz probiert, Gegenstrategien zu fahren, also der Konsumverein, auch Markenartikelfabrikanten zum Beispiel, haben angefangen zu opponieren, gewisse Hersteller haben ganz einfach den Migros boykottiert, haben dann also nicht wollen beliefern. Man hat den Vorwurf gemacht, zum Beispiel, dass die Hygienerichtlinien nicht eingehalten werden, etc., etc. Man hat also erstmal auf breiter Front gegen das neue System von Migros geschossen. Aber der Gotthard Duttweiler hat mit seinen Tiefspeisen natürlich ein stichhaltiges Argument gehabt und man kann sagen, er hat den Markt spielen lassen. So generell hat der Gotthard Duttweiler schon eine recht clevere Marketingkampagne gefahren. Das muss man an dieser Stelle auch erwähnen. Er hat nämlich als direkter Ansprechpartner, als Konsument, die Schweizerinnen angesprochen. Das ist heute im 2018 nicht sehr clever für die ganze Migros. Also klar, für bestimmte Produkte will man natürlich nach wie vor Frauen ansprechen, im Speziellen. Aber für die Migros als Unternehmen natürlich nicht sehr schlau. Aber damals, wo die Rollenverteilung noch eine andere war, hat seine Kampagne genau den Nerv von der Zeit getroffen. Die Frauen haben sich sofort angesprochen gefühlt und haben dem Dutti die Bude eingerannt. Oder eben die Lastwagen. Also, ist dann nicht viel später, hat er dann auch zu Aussensiel den ersten Laden aufgemacht. Und ja, vielleicht lassen wir den Dutti mal selber reden, wie das war mit der Werbung. Er hat auch einen Propagandafilm gemacht, relativ früh. Das war auch neu für die Schweiz. Und wäre vielleicht noch schön, wenn wir mal kurz reinhören könnten, wie das so tönt hat damals. Im Kampf
Kampf ums Image seiner Firma lässt Duttweiler regelrechte Propagandafilme produzieren. Ein junger Migros-Angestellter lernt kurz vor der Hochzeit seinen zukünftigen Schwiegervater kennen. Der aber entpuppt sich als notorischer Migros-Gegner. Und so nimmt das Unheil schon beim ersten Familientreffen seinen Lauf. Sind die Biskuits? Ils sont vraiment très bons. Ja, wir auch immer daheim. Sind wirklich ausgezeichnet. Sie sind von Migros. Migros? Si. Die Biskuits? Si. Marguerite, tu connais ces Biskuits? Oui, Philippe. Ce sont les mêmes? Oui. Tu veux dire que tu achètes? Sehen Sie sogar das Familienleben bedroht, Migros. Kreanika, dass meine Frau Migros bis gekauft. C'est scandaleux, ça. Mais ils sont de première qualité. Ist mir ganz gleich. Wie geht Migros? Meine Eltern sind Migros-Genossenschafter. Und ich arbeite seit 3 Monaten bei der Migros. Was? Ich arbeite bei der Migros? Ja. Und die Arbeit gefällt mir. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Allons-en. Immédiatement. Et toi aussi. Ja, was soll ich denn machen? Es gibt aber noch eins. Meine Alte so gegen das Mikro ist. Du wolltest doch nicht etwas sagen. Doch, gerade das. Du solltest dir eine andere Stelle suchen. Kannst denken. Wenn du mich gern hast. Mikro ist nicht ein Geschäft wie ein anderes. Es geht um eine Idee. Da muss man entweder dafür sein oder dagegen. Halte das nicht mehr aus. Jacqueline. Ja, ist schon noch speziell, so ein Dafür oder Dagegen. Der Dutti hat also ein Leben lang tief in die Trickkiste gegriffen, wenn es um Marketing gegangen ist. Am Anfang hat er noch Flugblätter verteilen lassen, hat letztlich als Erster auch in der Schweiz verstanden, dass man Marketing eben auch auf verschiedenen Ebenen kann betreiben kann. Er hat eine Gratis-Zeitung gegründet, eine Zeitung in der Zeitung, und so schafft es der Dutti eben auch eine Community zu gründen, also eine Fangemeinschaft, so wie das eigentlich heute noch ist. Was bist du? Eben ein Migros oder ein Coop-Kind? Ist ja genau das, was er damit hat erreichen wollte, eine Identifikation mit einer Firma. Naja, und durch den Boykott, den ich vorher erzählt habe oder erwähnt habe, ist die Eigenproduktion von verschiedenen Lebensmitteln näher gelegen. Und da hast du ein bisschen was herausgefunden über die Eigenproduktion oder den Start von der Eigenproduktion bei Migros, gell, Sek? Es ist ja so, dass er angefangen hat mit der Eigenproduktion mit einem Süßmost. Also so ein richtig Schweizer Getränk. Und der Verkauf von seinem eigenen Süßmost war ein riesen Erfolg gewesen. Also innerhalb von kurzer Zeit ist der Verbrauch in der Schweiz ums 50-fache angestiegen. Also jeder Mann hat können Apfelsaft trinken und sich den Apfelsaft leisten. Also die Preise sind weit unter denen von den Monopolpreisen gewesen. Und er hat sich einfach gesagt, ja, Schoki. Ja, was hat es denn in der Schoki? Milch, Zucker, Kakao, das mache ich selber. So ist das ganz pragmatisch abgelaufen und hat sich ein Produkt nach dem anderen hat sich dann angeregt. Es ist natürlich jetzt einfach erklärt, das mache ich selber, oder? Er ist natürlich clever genug gewesen, zum Beispiel, wenn du jetzt vorher den Süßmost erwähnt hast, dass er die 1912 gegründete alkoholfreie Weine- und Konservenfabrik Meilen AG kurzerhand gekauft hat. Die haben Gumpi hergestellt und eben Süßmost produziert vor allem. Und der Süßmost hat eben niemand wollen posten wegen dem Boykott und der Dutti hat dann den ganzen Most nur in der Migi selber können verkaufen. So ein bisschen aus der Not heraus verkauft. Der angesprochene Süßmost hat er dann für die Hälfte vom Preis verkauft und wieder rennen dann natürlich die Leute Bude nie, oder? Also die Strategie von Gottlieb Duttweiler geht dann automatisch auf, oder? Durch den Zukauf, eben zum Beispiel wie von dieser Firma. Oder? Ja, und er hat einfach wirklich auch eine ganz gute Marketingstrategie gehabt. Er ist ja dann plötzlich im Blumenhandel eingestiegen, also er hat Männer animiert, die Werbungen, dass die Frauen doch einen Sonntagsstrauß bringen und hat dann die Billigblumen, so Nägeli, hat er dann verkauft und dort hat auch Konkurrenz getobt. Also er hat keinen Unterschied gemacht, was für ein Produkt das ist. Sondern er hat angeschaut, kann ich das billiger machen, kann ich das sogar zu besserer Qualität machen und dann hat er das können umsetzen. Ja, und gerade zu dieser Zeit ist eigentlich der Aufstieg von Migi nicht mehr aufzuhalten gewesen. Also Mitte der 20er und bis Mitte der 30er Jahre
Expandier-Migi sprungartig in der ganzen Schweiz. Also die OWA wird 1931 als hauseigener Produktionsbetrieb gegründet. Der Tutti kopiert hemmungslos, so wie die Chinesen heute, ganz viele Markenartikel und verkauft sie in seinen Läden einfach billiger. Klar sind dann die Hersteller von diesen Originalmarken vor Gericht und zum Teil gewinnen sie auch, aber oft ist der Zug dann einfach schon abgefahren, wenn sie Bussengeld kassieren. Der Kunde hat bei Migi schon angebissen und kauft Kopie. Ja, er hat sich dann auch bei jeder Gelegenheit bei seinen Gegnern bedankt, zu dieser Zeit schon, dass du die Massnahmen, die ihn eben nicht haben wollen, beliefern, ihn angespornt haben zu erhöhter Leistung und zu neuen Ideen. Und er verdankt eigentlich seiner Konkurrenz, also seiner Gegner, die ganze Produktion, die er auf die Beine gestellt hat. Ja, sie hätten ihn doch lieber sollen beliefern. Ja, irgendwie selber schuld. Also, das ist schon so. Er macht dann den Sprung nach Deutschland auch, 1932. Er stellt dort im ersten Jahr bereits Wagenflotten auf von über 80 Fahrzeugen, also hauptsächlich in Berlin, mit 2000 Haltestellen. Und auch in Deutschland scheint der Durchbruch eigentlich geschafft. Ja, aber der Zeitpunkt mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wo in jedem Fall einem deutschen Unternehmen, also Germany first sozusagen, der Vorrang will geben, kommt das schlecht unter dem Strich. Der Migros wird erst einmal als jüdisches Unternehmen bezeichnet. Und auch, wo der Gottlieb Duttweiler seinen Nachweis gebracht hat, das hat man damals müssen machen, einen Nachweis, dass man eben nicht jüdisch ist oder jüdische Vorfahren hat, wird er zwar nicht mehr offiziell boykottiert, aber die Gestapo hat die Kunden, die wollen zum Migi-Lastwagen posten, drangsaliert und letztlich hat Migros zu Deutschland müssen zumachen. Also das Abenteuer ist also in die Hosen und auch in der Schweiz hat Migi nicht so einfach gehabt. Es hat ein Filialverbot gegeben, also der Migri hat nicht weiter dürfen expandieren und irgendwann ist es dem Dutti zu bunt worden, denke ich mal. Und er hat 1935 eine eigene politische Partei gegründet, die LDU, den Landesring der Unabhängigen. Bei den nächsten Wahlen hat übrigens seine aufgestellte Partei gerade können, sieben Sitze ergattern. Du hast noch ein bisschen etwas herausgefunden wegen dem Boykott von der Ladenerweiterung oder Filialeröffnung. Irgendwann hat nämlich der Staat da einen Riegel geschoben, gell? Ja, das ist per Bundesbeschluss ist das beschlossen worden, dass Grossverteiler keine weiteren Filialen mehr dürfen eröffnen. Und die Anstrengungen sind natürlich unternommen worden damals eben von seinen Konkurrenten, die hohe Militär waren zum Beispiel und dann auch im Militär vertreten und ein Unternehmen geleitet hat, das halt ein Monopol bis dahin hatte mit seinen Produkten. Ja, man hat dann dem eben auch Migros-Verbot gesagt, dass die Migros keine Filialen mehr dürfen eröffnen. Ja, willkürlich ist das unter dem Strich gewesen, würde ich sagen. Ja, du sprichst es gerade an. Ich würde gerne schnell einspielen, was denn der Dutti dazu gesagt hat. Handels- und Gewerbefreiheit ist eine demokratische Form der Wirtschaft. Freiheit und Rechtsgleichheit sind unzertrennbar. Und wo die Leistung nicht entscheidet, entscheidet in irgendeiner Form Willkür. Ich glaube, dass auch die Zukunft da liegt. Und die Hauptsache ist der freie Aufstieg der Jungen. Die müssen die Chance haben, die ich auch zweimal hatte, vorwärts zu kommen. Also das hat der Dutti gemeint, nachdem er ihm das Filialverbot vor die Nase gesetzt hat. Er hat sich dann nicht beirren lassen, er hat weitergemacht, er hat diversifiziert sogar. Er hat 1935 den Hotelplan gegründet. Ferien für alle war das Thema. Erschwingliche Ferien für alle. Also mit dieser Gründung, der Hotelplan ist ein genossenschaftlich aufgestelltes Reisebüro für Durchschnittsschweizer Familie gewesen. Der Durchschnittsschweizer hat nämlich nicht können bequem zwei Wochen Ferien machen. Das war viel zu teuer damals. Da haben sich echt nur die Wohlhabenden können leisten. Also hat der Dutti einen Markt entdeckt mit riesigem Potenzial, den Ferienmarkt für den Normalbürger. Er bucht im Namen vom Hotelplan kurzerhand einen Extrazug, Zürich-Lugano. Eine Woche all inklusive für 65 Franken. Und wieder hat es Boom gemacht. Und schon im ersten Jahr sind fast 60.000 von diesen Arrangements verkauft worden, also gebucht worden. In den ersten 10 Jahren von seinem Bestehen hat das Angebot vom Hotelplan eigentlich nur
darin bestanden die Leute vom Norden oder eben vom Mittelland ins Tessin oder dann in die Berge, ins Bündnerland, ins Wallis, zu bringen, um eben Ferien zu machen. Und schon nach dem Krieg aber ist es dann losgegangen und mit dem Hotelplan hat man können Reisen auf Italien buchen, an die Riviera. So ist ein bisschen Ferien in Italien ist in geworden, auf Rom, Venedig und so weiter. Und so hat sich der Durchschnittsschweizer oder der durchschnittliche Schweizer das erste Mal können Ferien leisten. In unserer Reihe reden wir über Schweizer, die wir nicht vergessen sollten. Es ist ein Podcast auf Schweizerdeutsch für Schweizer, die ein bisschen mehr über die Schweiz und besondere Schweizer Menschen erfahren wollen. Und hören kannst du uns jede Woche am Mittwoch auf Spotify, Soundcloud, Podcast.de, Audioboom, Apple Podcasts, also überall, wo du dir vorstellen kannst. Und besucht uns mal auf unserer Homepage www.nicozack.ch. Dort gibt es interessante Infos über die Menschen, die wir reden, aber auch ein bisschen über das Rundum von der Zeit, die sie drin gelebt haben. www.nicozack.ch. Wir freuen uns auf euch. Wir gehen natürlich nicht ganz so gross auf seine politische Karriere ein, aber was mir natürlich haften geblieben ist, ist, dass er immer vehement verlangt hat, dass die Schweiz aufrüstet militärisch, ich weiß nicht, wie viele Flüge haben, und man müsse vor allem Vorräte anlegen für einen möglichen Kriegsfall. Und er ist dann eigentlich immer vom Nationalrat abgeschmettert worden und politisch hat er sich dort nicht wirklich können durchsetzen. Und dann hat er gefunden, ja, dann tue ich dem Volk doch zeigen, wie man das so, kann machen kann. Und hat im Thundersee, da gibt es einen Film davon, kann man bei uns im Internet dann auch abrufen, wo der Dutti eine riesige Konservendose, also eine bombensichere Konservendose im Thundersee versenkt, um einen Ort zu haben, wo man Lebensmittel kann gut aufbewahren kann, ohne dass sie Schaden nehmen. Also er hat medienwirksam, hat er eigentlich das inszeniert, so wie er seit Jahren propagiert hat und geweibelt hat dafür, dass sich jeder Schweizer eine gewisse Nahrungsmittelreserve muss bilden für die Kriegsjahre. Er hat dort schon ein Häschen gehabt in dieser Zeit dafür. Vorher haben wir auch schon gehört, oder im ersten Teil haben wir auch schon gehört, dass er eben auch laut werden konnte. Und wenn du jetzt sagst, auf die politische Karriere gehen wir nicht so ein. Es hat natürlich schon bestimmte Punkte gegeben. Auf die einen Seite bin ich nicht immer einverstanden gewesen mit dem, was er gesagt hat, mit dieser Aufrüstung, mit denen, was weiß ich, wie vielen Flügern man muss posten und also der Verdacht liegt dann auch, dass wenn er sagt, man muss sich Reserven anlegen, dass es natürlich seiner Firma zu gut kommt, oder? Aber auf die andere Seite hat er eben auch Situationen gehabt, wo ich ihm hoch anrechne, was er gesagt hat. Er hat also in dieser Zeit und auch während dem Zweiten Weltkrieg sich zum Teil sogar mit dem Bundesrat angelegt. Es hat in dieser Zeit einen Bundesrat gegeben, den Marcel Pilet-Goya, ein Mann von der FDP, der nach der französischen Kapitulation von den Deutschen, 1940 ist das gewesen, 1941, ein paar, ja, mehr als nur unglückliche Reden gehalten hat und schon eine Haltung pro Nazi-Deutschland an den Tag gelegt hat. Und da ist der Dutti übrigens fuchsteufelswild geworden. Gerade wo der Pilet-Goya auch noch Vertreter von einer Pro-Nazi-Bewegung empfangen hat. Er hat öffentlich gegen die Haltung von dem Bundesratsmitglied gewettert und den sofortigen Rücktritt von Marcel Pilet-Goya gefordert. Ich meinte, dass er eben schon vor Kriegsausbruch, so 1938, ein Näschen gehabt hat und vielleicht auch durch sein Abenteuer mit dem Migi und der Gestapo in Berlin, dass der Krieg nicht mehr so weit weg sein wird. Ja, also und er hat es eben auch in der Praxis, hat er es gelebt. Also wo der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, September 1939, hat niemand so viel Öl und Zucker vorher gehabt wie Migi. Also er hat seine Lager wirklich voll gehabt. Er hat auch an den verschiedenen Häfen in Europa hat er Lager gehabt mit Lebensmittelvorräten, die dann während der Kriegszeit man nicht einmal mehr in die Schweiz reinlässt. Der Dutti hat das dann in den USA verkauft, also hat auch dort ein Näschen dafür gehabt, wieso dass er so viel gehortet hat. Und er hat das praktiziert und ich glaube, die Schweizer hat zu dieser Zeit wirklich profitiert davon, dass ein Dutti damit gerechnet hat, wie es jemand wird rauskommen. Ja, weil er natürlich auch den Ersten Weltkrieg miterlebt hat. Und seine Urkatastrophen, oder? Seine ganz persönliche Urkatastrophen auch, wo er auf der Waar sitzen geblieben ist, während er im Ersten Weltkrieg extrem vorwärts gemacht hat und profitiert hat. Und ich denke, da hat er wirklich, wie ich schon gesagt habe, ein Näschen dafür gehabt, ein gewisses Gespür,
dafür gehabt, wie er kann persönlich profitieren kann, aber auch der Schweiz, der Allgemeinheit etwas geben. Ja, also der Dutti ist in den 40er Jahren vom 20. Jahrhundert ein gemachter Mann gewesen. Er hat gut Geld verdient, auch während der Kriegszeiten. Und aus dem Migros ist dann bereits wirklich ein Millionenunternehmen geworden. Und er hat dann die Migros umgewandelt in eine Genossenschaft. 1941 ist das gewesen, mit im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Man hat ihn immer so ein bisschen als Kapitalist bezeichnet, vor dem Zeitpunkt. Und plötzlich ist es dann schwer, ihm den klassischen Kapitalist sie vorzuwerfen. Die Migros AG wird zum MGB, Migros-Genossenschaft. Das heisst, sie verschenken, also sie, ich rede halt von ihm und seiner Frau, weil sie ihn ja wirklich immer unterstützt und begleitet hat, auch bei schwierigen Geschäftsentscheidungen. Sie verschenken also ein ganzes Imperium von einem Umsatz von 70 Millionen Franken an die Schweizer Bürger. Also alle eingetragenen Kunden haben einen Anteilschein bekommen, ein Stückchen von der Migros, im Wert von 30 Franken. Und es hat auch dort noch immer Leute gegeben, die gemeint haben, ja, da stimme ich etwas nicht, da ist etwas faul, wie kann das möglich sein, dass jemand so etwas macht? Und er nimmt dazu selber Stellung und sagt uns, wieso dass er das gemacht hat. Ja, dann hatte ich das Versprechen gemacht, den Leuten zu dienen. Und als ich da ein Dutzend Millionen auf den Achseln hatte, das waren ja Läden und alles Mögliche, aber als man das zusammenzählte, war es eben so viel. Da fühlte ich mich nicht ganz wohl, weil ich ein ehrlicher Mensch bin. Und wenn Sie sich vom Geld befreien, dann sind Sie wahrhaftig frei. Und dann haben Sie aber auch Spaß. Ich habe immerhin noch ein Millionchen, so für den Notfall habe ich noch beiseite. Und ich habe es auch verdient. Also wie es der Dutti da sagt, darum haben der Säge und ich so Spass. Wir haben zwar kein Millionchen, aber wir haben uns vom Geld befreit. Ja, wie hat der Dutti denn den Spass verstanden, wenn man sich vom Geld befreit und vielleicht noch ein Millionchen auf der Seite hat? Er ist bei der Zürcher Präsenz Film eingestiegen, als Aktionär und als Verwaltungsrat. Das war 1943 und fängt an, Film zu produzieren. Und so richtige Spielfilme und eben auch Propagandafilme, die wir eingangs davor schon ein bisschen daraus gelost haben. Er hat einen Flüchtlingsfilm, Marie-Louise hat der geheissen, wo im Rahmen von einer Rotkreuz-Aktion bei einer Schweizer Familie spielt, wo die Marie-Louise Zuflucht findet. Und der Film ist dann beim Schweizer Publikum nicht so wirklich gut angelaufen. Tja, wenn man halt Dutti heisst und so einen guten Kanal hat, dann sagt man doch einfach, hey, kommt doch einkaufen bei uns, wenn es nicht so viele Leute hat. Dafür schenke ich euch eine Eintrittskarte für das Kino. Und so hat das natürlich riesen Schlangen gegeben. Die Leute haben die Gratis-Tickets geholt in der Migros, sind den Film anschauen. Und man kann es fast nicht glauben, aber der Film vom Dutti hat es 1946 als erster Schweizer Film geschafft auf Hollywood und hat einen Oscar bekommen für das beste Drehbuch. Und also, das Drehbuch hat der Dutti geschrieben, oder? Nein, das hat nicht der Dutti geschrieben. Er ist als Produzent auftragen. Ja, okay. Man sieht ihn dann dort, wie er den Oscar in Empfang nimmt, in Hollywood der auf selber. Der Bühne selber. Ja. Okay. Also, das habe ich auch nicht gewusst. Was denn das wieder ausgraben? Oder? Ja, man muss halt am richtigen Ort graben. Also das Gerät, das piepst. Wenn es etwas Wichtiges gibt, wo ich mir anschauen muss. Du hast hat. Ja, genau. Also genau. Parallel dazu lanciert er eine Genossenschaftszeitung, eine Wochenzeitung. Wir kennen sie alle noch. Der Wir Brückenbauer heisst die Zeitung. Heute ist das, glaube ich, das Migros-Magazin, das du vor allem online findest. Dann hat er 1944 noch die Migros-Clubschule gegründet. Ja, sie haben das Inserat gemacht für einen italienischen Lehrer, wo wir ja Stunden geben. Ja, und an dem Tag, wo das Inserat rausgekommen ist, in dem Brückenbauer, haben sie 1400 Anrufe von Leuten, die Italienisch Stunden nehmen wollten. Und dann hat sich der Dutti gesagt, ja, aber ja, clever, das muss man doch befriedigen, dem Markt. Clever auch da. Ja, weil die Leute haben mehr Freizeit, der Wohlstand kommt langsam, man muss mit dieser Freizeit etwas Gescheites anfangen, dann macht man doch Weiterbildung, und geht mit der Frau in einen Tanzkurs und geht vielleicht in einen Kochkurs und so hat sich das eine oder andere ergeben, wie sich die Clubschule aufgebaut hat.
Also er hat eine vorhandene Lücke im Markt erkannt und gerade gehandelt. Das war auch eine grosse Stärke gewesen, dass er nicht jahrelang darauf herumgekatscht hat auf eine Idee, sondern gerade losgelegt hat. Er hat ja in der Folge auch weitere Unternehmen Migros als Lieferant zugekauft. Erwähnenswert ist an dieser Stelle sicher die Firma Doubler & Co. AG im thurgauischen Bischofszell, damit man eben die Eigenproduktion kann steigern kann. Die Firma ist von Daniel Doubler 1909 gegründet worden und hat ursprünglich einmal Trockenprodukte, also Dörrfrüchte und so hergestellt, sich vergrößert in der Herstellung von Konserven, auch mit Kondensmilch und dann eben hat Migros 1945 die Firma übernommen und ist bis heute die BINA, die Bischofszell Nahrungsmittel AG und Auslieferant von Migi mit ungefähr 1000 Mitarbeitern, eine feste Grösse in der Migros-Welt. Ja, und ruckzuck erwirtschaftet Migros nach dem Zweiten Weltkrieg einen Umsatz von bereits über 100 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Ja, Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Also der David ist zum Goliath geworden, in einer kurzen Zeit. Mhm. Kann man eigentlich so sagen. Wirklich, ja. Also 1948, nach dem Krieg, das habe ich dann noch interessant gefunden übrigens, ist der erste Migi-Selbstbedienungsladen eröffnet worden. Auch wieder eine Idee aus Amerika natürlich, wo der Dutti übrigens als erstes in Europa einführt. Es ist ein bisschen wie heute, wenn du selber kannst deine Einkäufe scannen und am Kombi zahlen. Self-Checkout heisst das, glaube ich. Man hat das Gefühl gehabt, man hat die Leute, die nicht kontrolliert werden beim Posten, dass die klauen weiter runter. Aber auch da hat der Duttweiler schon gesehen, dass die Zeit reif ist und Herr und Frau Schweizer mündig sind und ihre Ware eben auch selber können als aus dem Regal nehmen. Der Umsatz von dem Laden ist auch viel höher gewesen, übrigens logisch eigentlich. Man kann so viel mehr Einkäufer, ich sage mal, abfertigen, als wenn jeder Kunde einzeln bedient wird. Und da wieder, wie immer eigentlich, Umsatz, Umsatz, Umsatz und parallel dazu dazukaufen und vergrössern. Also 1948 hat Migros in die Westschweiz expandiert, 1950 ist dann der Ex-Libris dazugekommen. Auch Chocolaterie, ein Traditionsbetrieb, der zu dieser Zeit auch schon seit über 60 Jahren geschafft hat, ist ab sofort Auslieferant von Migi gewesen. Der Duzi und seine Migi haben sich peu à peu ein Imperium aufgebaut und sind immer wie mehr von fremden Lieferanten unabhängig geworden. Ja, zum Schocki frei möchte ich noch schnell einen Gruß loswerden. Am Pinsel. Danke fürs Hören, jeweils. 1950 ist dann der Ex-Libris dazugekommen. Ab 1951 kann man im Migi dann nicht mehr nur ein Lebensmittel posten. Es gibt Küchenartikel zu kaufen und der grosse Hit von damals nach dem Krieg, Nylonstrümpfe. Nylonstrümpfe hatten bis dort eigentlich nur die Filmstars und Models gehabt. Oder angehabt, aber der Duty hat dafür gesorgt, dass der Normalbürger die eben auch in den Migros zu einem erschwinglichen Preis posten kann. Dass du jetzt das weißt von diesen Nylonstrümpfen? Ja, ich habe jeden Tag die. Die Strümpfe. Was hast du denn ausgeschrieben? Entschuldigung. Also 1952 hat man dann, und das hat in der ganzen Schweiz für Aufsehen gesorgt, ein MM, also ein Doppel-M am Limmatplatz aufgemacht. Die Migros-Filiale ist eigentlich so etwas wie der Vorläufer vom, die Amerikaner würden mal dazu sagen, ein Einkaufszentrum, so etwas hat es vorher noch nicht gegeben. Man hat können alles unter einem Dach, vom Lebensmitteleinkauf über zum Florist, Blumen posten und von dort noch schnell zum Imbiss sich einen Hotdog reinziehen. Also ein Erlebnisbereich. Ja, alles in einer Migros-Filiale am Limmatplatz, das ist wirklich revolutionär. Und würde ich sagen, hören wir mal rein, was er zu dieser neuen Filiale, dem Supermarkt am Limmatplatz, zu sagen hat. Das Problem, das sich stellte, war, einen Laden von 1000 Quadratmetern heimelig zu gestalten. Denn wir versuchten den Angriff auf die Hausfrau über das Herz. Die Frau musste sich wohlfühlen im Laden. Dann öffnet sich auch das Portemonnaie. Und so haben wir den großen Laden an der Limmatstraße nicht symmetrisch ausgestaltet, denn die Symmetrie liegt der Frau nicht. Die Verkaufsgestelle sind alle unregelmäßig aufgestellt. Der Raum ist nicht rechteckig. Die Beleuchtung ist unregelmäßig.
sodass also die Atmosphäre erstens einmal eine heimliche ist und zweitens eine Marktatmosphäre, die Atmosphäre des offenen Marktes. Ja, so beschreibt der Tutti sein Einkaufserlebnis in seinem neuen Supermarkt 1952. Kurz vorher, also 1950, ist ja Migros 25 geworden. Ich habe mir dann einen Film angeschaut, wo der Tutti einlädt auf Frühstücken. Alle seine Angestellten, also 3000 Angestellte, sind mit dem Boot angekommen, zu Rüschlicken, am Hafen. Er war bereits am Schwimmen. Er ist in der Badhose. Er ist in der Badhose. Mit dem Hut noch so halb gewunken. Also Zigarren im Mundwinkel, oder? Also, das muss man sich einmal vorstellen. Das hat wahrscheinlich in der Schweiz so noch nie gegeben. Ja, weder vorher noch nachher. Also. 3000 Leute auf meiner Geburtstagsparty am See, zu Rüschlicken. Das Catering natürlich gestellt, alles von seinen Produkten. Ja, dort war der Dutti der König der Hausfrauen oder geworden. Und auf dem Höhepunkt von seiner Popularität gestanden. Er ist dann auch mit seinem Unternehmen eben ein bisschen an die Grenzen gekommen in der Schweiz. Er hat sich vergrössert. Er hat das Migros-Prinzip in die Türkei gebracht, am Bosporus. Migros Türk hat das Unternehmen geheissen. Existiert das heute noch? Oder? Ja, ich habe gerade gestern mit jemandem darüber geredet, der sagt, dass das noch existiert. Nicht in der Form, wie der Dutti das auf die Beine gezogen hat. Das ist einverleibt worden in einen Grosskonzern, wo sich anscheinend in der Türkei alles ein bisschen so einverleibt. Aber das gibt es eigentlich in dem Sinn noch. Ja. Er hat immer mehr Supermärkte bauen lassen, aufgemacht. Er hat immer mehr Fabriken gebraucht. Er hat größere Verteilzentren angefangen zu bauen und Lagerhäuser. Ja, und seine Migros ist vom Störenfried zum... Zu einer festen Institution? Musterbetrieb worden. Oder eben selber zu so einem Markenbetrieb worden. Mhm. Also, ja, der Gottlieb Duttwiller hat dann aber 1953 das Präsidium von der Genossenschaftsverwaltung abgegeben. Natürlich ist er wegen dem nicht völlig untätig geworden. Also, gerade zu dieser Zeit ist zum Beispiel das Heizöl und das Benzin für die Arbeiter in der Schweiz sehr teuer gewesen. Und, ja, und gewisse Firmen haben fast ein Monopol schon drauf gehabt und haben damit ein bisschen die Preise in der Schweiz können bestimmen. Und da hat der Dutti auch wieder kurzerhand die Migros-Genossenschaft gegründet. Es war ein riesen Aufstand von den Konkurrenten. Also jetzt ist er plötzlich im Öl- und Benzingeschäft. Ja, jetzt also, hat er noch Tankstellen aufgemacht. Billig Benzin. Hat ein Marketing wie kein anderer Betrieb in der Schweiz. Und ja, dort hat er natürlich wieder mit mächtigem Widerstand müssen rechnen. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern er hat sich jetzt auf das internationale Paket betrieben. Von eben so Ölkonzernen. Der Dutti hat, das muss man ihm wirklich zugutehalten, Angst hat er in dem Sinn, im wirtschaftlichen Sinn, hat er nicht gehabt. Der hat sich jetzt mit allem und jedem angelegt. Ja. Ja, er hat ein Tankschiff bauen lassen, um sich das Öl selber zu holen. Ja. Also wieder direkt auf Kuwait runter, saudi-arabischen Raum, und sich das holen. Er ist dort behindert worden, seine Schiffe hat man nicht anlegen lassen. Also die Ölkonzerne haben sogar gedroht, dass die Schiffe senken. Und er hat gemeint, ja, er soll jetzt doch, das ist die beste Werbung, die ich überhaupt kann haben. So viel zu der Angst vom Dutti, die er hatte. Ja, er ist natürlich schon ein bisschen Schluffi, oder? Er selber ist natürlich nicht auf so einem Schiff gewesen und hat in die Hose gemacht, weil es unter Umständen versenkt wird, der Kahn, oder? Das hat er natürlich aus Rüschlicken in den Badhosen im See nicht so weitsichtig gewesen diesbezüglich. Er hat dann nur aus Werbezweck hat er das wahrscheinlich gesagt. Aber vielleicht, dass wir kurz zusammenfassen, Mitte der 50er Jahre betreibt Migros übrigens über 300 Migros-Filialen. Und 1957 dann entsteht noch das Migros-Kulturprozent, das Zeitalter vom Heimwerken fängt an und der Dutti gründet das Do-It-Yourself. Ja, und 1961, ein Jahr vor seinem Tod, macht der Migi über 1 Milliarde Umsatz. Aus dem Nichts. Von 0 auf 100. Und das Jahr 1962 war das letzte Jahr, wo der Dutti hat erleben durfte. Er hat im Februar 1962 noch den Grundstein gelegt am Duttwiller Institut für den Bau von dem Institut. Die Eröffnung vom Institut hat er aber nicht mehr miterleben. Er ist gestorben am 8. Juni 1962.
und ist am 13. Juni 1962 beerdigt worden mit einer grossen Trauergemeinde in Zürich. Also die Frau Münsterkirche war die Hauptkirche und die drei weiteren Kirchen ist die Zeremonie übertragen worden. Es sind tausende von Leuten sind gekommen und haben gar keinen Platz in all diesen Kirchen und haben ihm die Ehre gegeben für das, was der Dutti für die Schweiz geleistet hat. Ja, und bevor wir jetzt unseren Podcast abschliessen über den Dutti, den zweiten Teil, ja, stelle ich mir schon die Frage, was bleibt uns heute vom Dutti und dem Migros? Also Migros muss Kämpfe angelesen, der Betriebsgewinn hat sich in den letzten 4 Jahren halbiert. Tex Libris ist da zu nennen, der sicher eine ganz schlechte Zeit hinter sich hat. Beim Globus läuft es nicht rund. Klar, der Migi ist mit über 100'000 Mitarbeitern und 28 Milliarden Umsatz immer noch das Nummer 1 in der Schweiz im Detailhandel. Und jetzt, ich bin ja echt ein Migi-Kind und wie gesagt, wenn man ein Fan ist vom FCZ, ist man am nächsten Tag auch nicht von Basel, aber weil ich eben in der eigenen Reihe spiele, darf ich auch kritisieren, finde ich. Es ist nämlich nicht alles so goldig. Und wenn ich in Migi gegangen poste, der Detailhändler mit dem günstigsten Angebot, ist der Migi eben nicht mehr, finde ich. Klar, der Aldi, Lidl etc. Konkurrenz, die mit kleinsten Margen das Land gestürmt haben, das macht natürlich zu arbeiten, aber ich kann behaupten, der Dutti hat da vielleicht andere Lösungen gefunden, wie dry-aged Fleisch und Selektion etc. zu verkaufen. Wenn ich das will, dann würde ich in Globus. Und ja, der Globus gehört jetzt dem Migros und dem Denner und dem Alkoholverkauf und Zigaretten und Tabak. Ja. Also dem Dutti würde sicher nicht alles gefallen, wie sich das entwickelt hat. Und ja, so die Devise, wo er sagt, dass nicht der Franken im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch, ja, soll vielleicht auch ein bisschen in die Richtung wieder gehen. Ja, und irgendwie sind die Eigenmarken von Migi zum Teil eben auch Nobelmarken geworden. Vielleicht ein Stück weit auch ungewollt, aber diesbezüglich neue Ansätze finden, wie du jetzt gesagt hast, sag, fände ich persönlich nicht zu dümmst. Der Onlinehandel läuft mit Löschop nicht übel, aber es scheint, dass Herr und Frau Schweizer diesbezüglich, also was Lebensmittel anbelangt, noch sehr konservativ einkaufen. Man will den Äpfel, den man postet, zuerst selber sehen und so weiter. Das haben wir gestern auch mal kurz miteinander diskutiert. Ja. Ich bin da auch nicht der grosse Visionär wie der Dutti, aber irgendwie müsste Migi den Mut haben, neue Wege zu gehen. Also ich bin gespannt, bleibe ein Migi-Kind, aber mein Optimismus hält sich in Grenzen, wenn es um die Zukunft von Migi geht, wenn nicht zündende Ideen kommen, die von innen raus und die Migi dort positioniert, wo sie immer gewesen sind. Der Detailhändler nämlich für den Normalverdiener, für die, die Ende Monat den Franken zweimal kehren müssen, die wissen und vor allem spüren, dass sie im Migros das günstigste Angebot bekommen. Der Gottlieb Duttwiller hat es vorgemacht und wir danken ihm, dass er uns heute die Geschichte geschenkt hat, seine Lebensgeschichte, ein Schweizer, den wir nicht vergessen sind. Danke euch fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Woche. Merci vielmals. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.